Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Bau-Challenge. Drei Stück habe ich ja schon gemacht und unter dem letzten Video habe ich den Kommentar bekommen, dass ich ja mal eine Bau-Challenge machen könnte, wo ich meinen PC einfach in den Schwarz-Weiß-Modus stelle, dann ein bisschen baue, letztendlich die Farben wieder anstelle und ja, dann ist es höchstwahrscheinlich ein riesengroßes Kuddelmuddel. Ich kannte das Ganze bis jetzt nur als Black and White Create a Sim Challenge, aber das Ganze im Baumodus finde ich persönlich noch viel cooler. Deswegen machen wir das heute und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Wir befinden uns wieder im Baumodus und wie wir sehen, habe ich uns hier eine kleine Shell vorbereitet. Diesmal ein Mini-Haus-Wohngrundstück. Und bevor wir jetzt allerdings mit der Gestaltung dieses Grundstücks von außen und innen beginnen, werde ich meinen Computer einmal in den Schwarz-Weiß-Modus setzen. Das Ganze funktioniert hier in den Einstellungen und wenn ich jetzt dieses Knöpfchen drücke, dann ist alles schwarz-weiß. Okay, es hat noch nicht mal angefangen und ich fühle mich jetzt schon überfordert, denn es ist einfach alles schwarz-weiß. Obviously. Aber wir wollen nicht lange mit heißem Brei reden, sondern direkt mal starten. Und ich würde sagen, wir entscheiden uns erstmal für Treppe, Haustür und ein bisschen fürs Äußere. Und dann starten wir mit den Räumlichkeiten. Und ja, so grob kenne ich die Treppen und alles halt, aber ich habe halt gar keine Ahnung, wie die Farbvariationen da sind. So überhaupt nicht. Ich glaube, ich würde mich hier für die steinigen Stufen aus dem Jahreszeitenpack entscheiden. Und ich gehe jetzt einfach mal auf das letzte hier und hoffe, dass es letztendlich vernünftig aussieht. Ich meine, es sind Steine und Steine sind doch eigentlich eh grau, oder? Wir brauchen aber natürlich auch eine Haustür und ja. Hier bin ich jetzt auch schon wieder komplett überfordert. Es ist einfach alles schwarz-weiß. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal in die gleiche Richtung gehen und auch beim Jahreszeitenpack bleiben, damit der Vibe halt so ein bisschen gleich ist. Aber ich habe halt gar keine Ahnung, welche Farben das hier sind. Also ich meine, der erste Swatch ist einfach so ein rötliches Braun. Aber das könnte halt weiß sein. Und mit Weiß können wir doch eigentlich nichts falsch machen. Und damit können wir auch gleich mal die Türen für im Haus setzen. Habe ich ja noch gar nicht gezeigt, wie das hier aussieht. Aber wir haben ja auf jeden Fall einen Raum fürs Schlafzimmer oder so, einen Raum fürs Kinderzimmer, einen Raum für die Toilette. Und das hier wird letztendlich so ein bisschen Küche und Wohnbereich werden. Wir brauchen aber natürlich auch noch eine Tür nach draußen. Und vielleicht können wir da ja so eine schöne große Glastür nehmen oder sowas. Genau an sowas hier habe ich gedacht. Ja, also das könnte schon weiß sein, aber das hier könnte halt auch weiß sein. Deswegen nehmen wir einfach das. Es gibt doch dieses schöne Fenster, sowas in der Art, nur halt nicht vom Landhausleben-Pack. Aber das gibt's auch, ich glaube, vom Basisspiel. Ja, da ist es doch. Genau das meinte ich. Könnte jetzt auch schon weiß sein, aber das ist auch weiß. Was ist hier der Unterschied? Ich nehme einfach mal das. Ich glaube, das ist mehr weiß. Aber das ist halt auch sehr, sehr weiß. Oder das hier, das ist ein bisschen kleiner. Ja, ich glaube, das Kleine, das gefällt mir sogar noch besser, weil das ist halt nicht ganz so groß. Vielleicht können wir auf dieser Seite dann ja so ein bisschen modernere Fenster nehmen, dass wir hier einfach so eine große Fensterfront machen, aber irgendwie beißt sich das komplett mit der Tür und allem anderen. Aber ich glaube, ich finde es trotzdem ganz cool, wenn wir es hier einfach so ein bisschen offener gestalten, aber ich möchte dann doch nochmal eine andere Tür haben. Vielleicht so eine hier und dann wird das Haus doch ein bisschen moderner, aber dann will ich auch andere Treppen haben. Also Leute, es eskaliert jetzt schon, ihr merkt's. So, also mit Fenster und Türen bin ich jetzt erstmal fertig und fürs Erste ganz zufrieden, aber ich weiß ja auch noch nicht, wie es in Farbe aussieht. Natürlich brauchen wir aber auch noch ein vernünftiges Fundament. Und was könnte da denn gut aussehen? Vielleicht auch wieder so Steine? Also ich glaube, das ist wirklich schön. Dann brauchen wir nur noch eine vernünftige Verkleidung fürs Haus. Und dann sind wir doch schon fast bereit fürs Innere. Also die Standardverkleidung ist, würde ich sagen, so das hier. Aber ich habe halt gar keine Ahnung, welche Farben das sind. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, ich entscheide mich für das und hoffe, dass es irgendwie eine vernünftige Farbe ist, die nicht allzu blöd aussieht. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Inneren und ganz zum Schluss machen wir dann nochmal den Garten und den vorderen Bereich hier. Die Küche. Okay, wir fangen einfach mal an mit einem Kühlschrank. Und das Haus ist ja so ein bisschen moderner, auch nicht zu modern, aber da können wir dann ja auch einen vernünftigen Kühlschrank nehmen. Den hier finde ich ganz schön. Und vielleicht nehmen wir hier das und hoffen, dass es einfach nur schlicht weiß ist. Also als Küchentheken finde ich diese hier ja ganz schön. Und das ist höchstwahrscheinlich auch einfach schlicht weiß. Aber nur weiß ist ja auch langweilig. Also irgendwie müssen wir uns auch mal so ein bisschen was trauen. Ich nehme jetzt einfach das. Also die Tür nach draußen nimmt uns irgendwie viel zu viel Platz weg. Ich suche mal nach was Kleinerem. Vielleicht ist die gar nicht schlecht. Ich weiß jetzt halt nicht, ob es zum Vibe vom Haus passt. Aber doch, so rein ohne Farbe würde ich erstmal sagen, ja. Also mit der Aufteilung bin ich so grundsätzlich schon mal ganz zufrieden. Ich würde sagen, vielleicht machen wir mal weiter mit der Wandfarbe. Und ich habe gar
gar keine Ahnung. Also es gibt halt hier diesen puren Ausdruck. Und der erste Swatch ist definitiv weiß, also den wir hier haben. Aber es wäre ja auch irgendwo viel zu langweilig. Deswegen nehmen wir einfach das und hoffen, dass es kein Lila ist oder so. Und als Boden finde ich ja den hier wunderschön. Wir nehmen einfach mal was Helles, das hier. Den Boden können wir ja letztendlich auch überall verlegen, außer im Badezimmer natürlich. Dann haben wir da schon mal überall das Gleiche. Wir machen weiter mit dem Wohnzimmer und brauchen hier eine kleine, super süße Sitzecke. Wo machen wir eigentlich das Esszimmer hin? Das muss ja auch noch irgendwo hin. Also, ja. Probleme in einem Tiny House. Vielleicht nehmen wir einfach diesen kleinen süßen Glastisch und stellen da zwei Stühle ran. Also vielleicht wohnen ja einfach nur zwei Personen. So, das sieht doch wunderbar aus. Das wird dann einfach ein Haus für eine alleinerziehende Mutter oder einen alleinerziehenden Vater mit dem eigenen Kind. Trotzdem hätte ich hier jetzt halt irgendwie gerne noch ein Sofa und das hier sieht ja echt super süß aus, aber auch das hat definitiv sehr, sehr wilde Farbkombination, aber wir probieren es einfach mal mit dem hier. Selbstverständlich gibt es auch noch einen super süßen Teppich und jetzt vielleicht noch so ein kleines Schränkchen, wo ein Fernseher drauf passt. Genau sowas habe ich gesucht. Und dann gibt es halt einfach so einen kleinen Fernseher hier. Das reicht doch. Es muss ja nicht immer das größte und neueste, modernste Modell sein. Vor allem nicht in einem modernen Haus. Also ich finde, auch von außen sieht es jetzt schon sehr einladend aus. Wir dekorieren das Ganze hier noch mit ein paar süßen Bildern an der Wand. Es ist ja auch irgendwo immer noch die Küche, deswegen kann da ja auch ruhig so ein bisschen was Süßes hängen. Wir könnten hier natürlich jetzt auch noch so ein paar Vorhänge hinhängen. Denn falls man mal nicht ganz so beobachtet sein möchte, dann könnte man das alles halt einfach zuziehen. Und ich glaube, das machen wir auch. Also die hier sehen doch ganz schlicht aus. Hoffen wir, dass sie auch ganz schlicht sind. Als Lampe überm Esstisch könnten wir es ja einfach mal hier mit versuchen. Die finde ich nämlich eigentlich ganz schön. Hier im Wohnzimmer nehmen wir das gleiche, nur ein bisschen hängender. Ich meine, wäre halt schön, hätten wir hier noch so einen Wohnzimmertisch. Aber der wird hier halt einfach nicht reinpassen. Deswegen muss es reichen. Und für den Flur und für die Küche an sich gibt es noch so einen Spot, damit wir überhaupt ein bisschen Licht haben. Und ich glaube, das sieht doch schon mal in Schwarz-Weiß ganz nett aus. So, ich habe jetzt noch mal ein paar Dekorationen und Pflanzen platziert, damit das Ganze einfach nicht so leer aussieht. Und ja, ich hoffe, dass es farblich alles zum Schluss zumindest einigermaßen zusammenpasst. Weiter geht's mit dem Schlafzimmer vom Elternteil. Und ich glaube, mit diesem Bett hier können wir eigentlich nichts falsch machen. Vielleicht nehmen wir aber lieber das. Vielleicht ist das schöner. Ich weiß es nicht. Aber auch hier sollten wir uns natürlich auch nochmal für eine Wandfarbe entscheiden. Und vielleicht nehmen wir hier einfach so was Pastelliges. Zum Beispiel dieses Grau hier. Und fürs Kinderzimmer können wir dann ja einfach das nehmen. Ich frage mich gerade, was wichtiger ist, ein Kleiderschrank oder ein Schreibtisch? Denn beides könnte durchaus knapp werden. Wir könnten das Bett aber natürlich auch an die Wand stellen, denn der Vater oder die Mutter ist ja alleinerziehend und theoretisch könnte man ja auch zu zweit im Bett schlafen. Ich weiß, das funktioniert in Sims nicht, wenn es an der Wand steht, aber letztendlich wird dieses Haus ja sowieso nicht zum Spielen benutzt, sondern nur für diese Challenge. Dann könnten wir den Schreibtisch nämlich vielleicht sogar hier ans Bettende stellen und so sparen wir dann vielleicht sogar ein bisschen Platz. Dafür nehmen wir dann einfach diesen Schreibtischstuhl hier und dann können wir uns an dieser Wand in genau dieser Farbe, ist ein bisschen dunkel, vielleicht nehmen wir diese Farbe hier, da können wir uns dann irgendwie eine Art Kleiderschrank zusammenschustern. Also ich finde, es sieht halt bis jetzt nicht schlecht aus, aber eigentlich wissen wir auch gar nicht so wirklich, wie es aussieht. Ich möchte auf jeden Fall aber nochmal so eine kleine Sitzecke bauen und dafür machen wir das einfach so. Und hoffen, dass das Polster eine schöne Farbe hat. Wir füllen das Ganze wieder mit ein bisschen Deko. Vielleicht nehmen wir hier als Lampe diese hier und dann vielleicht zwei verschiedene, weil das farblich einfach einen tollen Kontrast bildet. Also bei einem Bücherregal für die Wand wird es halt auch schon wieder knapp. Wir könnten es vielleicht höchstens hier hinhängen, aber das ist halt schon eng, ne? Aber besser als gar keins, ja. Ich glaube, das geht schon. Also hier stößt man sich vielleicht ein paar Mal, aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. So, auch hier im Schlafzimmer haben wir jetzt noch ein bisschen Deko, ein bisschen was an der Wand und sind hoffentlich fertig. Damit kommen wir zunächst zum Kinderzimmer und auch hier bin ich wieder sehr, sehr gespannt, was wir draus machen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir entscheiden uns für dieses Bett hier. Hier gibt es eine kleine süße Kommode als Kleiderschrank und auch hier muss es natürlich einen Schreibtisch geben, damit das Kind auch die Hausaufgaben machen kann.
kann. So kommt man nicht mehr an die Kommode ran. Das ist ein bisschen doof gelöst. Da machen wir das Ganze einfach so, denn wir brauchen hier noch ein bisschen Platz für Spielzeug und so ein Krams. Vielleicht einfach diese Spielzeugkiste. Und das ist tatsächlich somit das einzige Objekt, wo ich ungefähr weiß, was das für Farben sind. Aber das hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter, weil ich halt nicht weiß, welche Farbe der Rest hat. Deswegen nehmen wir einfach das. Das Kind bekommt natürlich auch noch einen großen Plüschteddy und da mag ich ihn hier am liebsten. Also ist ein bisschen überdimensioniert, aber es ist halt einfach nur ein kleines Haus und so schlimm sieht es doch eigentlich gar nicht aus und das hat sich gereimt. Vielleicht auch hier noch ein Teppich. Wir könnten halt auf Risiko gehen und dieses Ding nehmen. Ich meine, das sind halt super bunte Farben und auch das Ding habe ich echt lange nicht mehr benutzt und weiß daher nicht, was nun wirklich was ist. Ich glaube, der erste Swatch ist super bunt. Deswegen nehmen wir einfach mal diesen hier. Für das Kind wird es diese wundervolle Wölkchenlampe geben. In dieser Farbe natürlich. Einmal hier und einmal dort. Und jetzt, wo ich noch ein bisschen Deko in allen Farben und Variationen platziert habe, denke ich, dass wir mit dem Kinderzimmer ebenfalls fertig sind. Das bedeutet, uns fehlt nur noch das Badezimmer und das Außengelände. Aber wir wollen zuallererst mal das Innere abschließen. Deswegen machen wir weiter mit dem Bad. Und jetzt bei den Fliesen wird es halt interessant, denn ich habe gar keine Ahnung, was irgendwie was ist. Ich würde mich aber, glaube ich, auf jeden Fall für große Fliesen entscheiden und vielleicht so ein bisschen heller, denn große Fliesen machen einen Raum halt ein bisschen größer. Dann nehmen wir dazu auch einfach den passenden Boden und dann schauen wir mal, wie wir hier am besten mit dem Platz auskommen. Und ich glaube, das wird gar nicht so einfach. Ich habe die Tür halt auch ein bisschen blöd platziert. Also hier würde es mehr Sinn machen. Vielleicht machen wir das einfach. Der Busch kommt weiter hier hin. Als Waschbecken nehmen wir einfach mal das hier in diesem Ton. Und als Spiegel nehmen wir einfach mal den hier. Wow. Ich glaube, ich würde mich hier tatsächlich für eine Badewanne entscheiden. Und dann haben wir hier direkt neben der Badewanne Platz für eine Toilette. Toll. Steht halt schon super nah dran an der Badewanne. Sieht nicht so toll aus, aber eine Dusche wäre hier wahrscheinlich ein bisschen knapp mit dem Fenster, deswegen würde ich es einfach mal dabei belassen, denn so schlimm ist es auch nicht. Auch hier werde ich das Ganze jetzt einfach nur noch ein bisschen dekorieren und dann sind wir mit diesem kleinen Raum hier tatsächlich auch schon wieder fertig. Ja gut, also der Kloteppich ist jetzt vielleicht auch der gleiche Teppich, auf den man draufsteigt, wenn man aus der Badewanne kommt, aber immerhin sind die Wände mit kindgerechter Deko versehen. Also ich glaube, auch mit dem Badezimmer sind wir in diesem Fall fertig und damit können wir uns dann noch einmal ganz zum Schluss an das Außengelände trauen. Als allererstes mal möchte ich die Dachfarbe verändern. Das habe ich nämlich ganz zu Anfang vergessen. Und ich würde sagen, wir nehmen da einfach mal das hier und in diesem dunklen Ton. Ich glaube, das könnte ganz nett aussehen. Ja, wir brauchen natürlich Büsche und Bäume. Und eigentlich kann man bei Büschen ja gar nicht so viel verkehrt machen. Denn in der Regel sind Büsche grün. Es gibt natürlich auch solche mit Blumen dran. Aber hier steht schon, es sind blaue Hortensien. Das hilft uns schon sehr weiter. Ich weiß nicht, ob diese blauen Hortensien auch blau sind. Aber wir gucken einfach mal, ob diese blauen Hortensien ebenfalls blau sind. Also einen kleinen blühenden Vorgarten haben wir schon mal. Vielleicht können wir hier ja noch irgendwie eine Bank platzieren oder so. Einfach etwas ganz Schlichtes für den Garten. Zum Beispiel sowas hier. Trick 17 ist natürlich zu gucken, was hier drumherum denn so für Bäume stehen, damit es sich alles so ein bisschen angleicht. Aber im Schwarz-Weiß-Modus ist es gar nicht so einfach zu erkennen. Der sieht schon sehr ähnlich aus, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist nicht der gleiche. Da kommen wir dem Ganzen doch schon näher. So, dann platzieren wir den doch einfach mal hier. So, ich habe hier jetzt mal ein paar Blumentöpfe und sowas platziert und versuche jetzt einfach mal, so ein bisschen Erde hier hinzupacken. Aber so wirklich sehen, wo was ist und wo nicht, kann man nur halbwegs gut. Aber immerhin, die Steine kann man ganz gut erkennen. Also bis jetzt finde ich es eigentlich ganz süß. Wir machen uns mal an den Garten und ich würde sagen, wir platzieren hier einfach mal eine Hecke rund um das Grundstück, damit wir ein bisschen Privatsphäre haben. Vielleicht machen wir hier jetzt einfach mal so einen kleinen Terrassenbereich und ich habe halt keine Ahnung, welche Farbe diese Steine letztendlich haben, aber wird schon schief gehen. Auf jeden Fall können wir hier dann ja vielleicht so eine kleine Grill-Area einrichten und vielleicht versuchen wir uns mal an diese Möbel hier. Die sehen so halt ganz süß aus, aber wie sie letztendlich wirklich aussehen, das da müssen wir uns überraschen lassen. Hier noch so ein kleiner süßer Beistelltisch. Vielleicht können wir diesen Tisch dann hier für die Mitte nehmen. Also bis jetzt finde ich es gar nicht so schlecht. Vielleicht ist das hier auch einfach ein bisschen zu hell und wir gehen hier draußen doch eher in eine etwas dunklere Richtung.
so vielleicht. Wobei, hier sind irgendwie so komische Muster drauf. Also ich weiß nicht, was es ist. Wir gehen lieber auf Nummer sicher und nehmen den. Was ich ja auch immer wieder ganz cool finde, ist ein Outdoor-Teppich. So vielleicht. Ganz locker flockig und wir hoffen einfach mal, dass das farblich alles ein bisschen zusammenpasst. Also wenn diese Ecke nicht für einen Grill gemacht ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt ist hier halt noch alles so ein bisschen leer, aber theoretisch können wir da ja auch einfach so ein paar Blumentöpfe hinstellen und dann wird hier einfach so ein bisschen gegärtnert. Ist aber auch ein bisschen doof mit dem Grill da hinten. Oder wir löschen den Boden hier wieder und rutschen mit dem ganzen Krams einfach ein bisschen weiter dahin. Den Grill stelle ich auch ein bisschen weiter nach vorne und dann kommt hier einfach auch noch ein bisschen Beet hin und schon haben wir das Problemchen gelöst. Und dann gibt es hier einfach noch eine schöne Schaukel, denn wir haben ja immerhin noch ein Kind, was hier wohnt und für ein bisschen Spaß muss dann natürlich auch gesorgt werden. Das Beet ist auch fertig und vielleicht können wir diesen Bereich hier noch so ein bisschen mit so einem Zaun abgrenzen und dann sieht das nicht ganz so ungewollt aus. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur noch mal ein bisschen Erde sprühen und hoffen, dass es nicht allzu wild aussieht. Wieso kann ich diese Gerätschaften nicht da unten hinhängen, sondern nur da oben? Das ist ja mal wieder typisch EA. Dann hängen wir das Ganze halt einfach an die Hecke. Macht halt gar keinen Sinn. Aber wir brauchen sowas. Und ich würde sagen, damit sieht unser Haus auch von außen doch eigentlich relativ vollständig aus. Und ich würde sagen, damit sind wir auch bereit, um die Farben wieder anzuschalten. Ich werde das Ganze hier links auf meinem anderen Bildschirm jetzt tun. Und wir sehen, was ich hier produziert habe in 3, 2, 1. Ja. Erstmal ist es sehr, sehr grell, aber das sind halt einfach die Farben vom Spiel. Also ich muss sagen, von außen sieht es schon mal sehr gut aus. Also wir haben zum Glück hier einfach eine sehr, sehr schlichte Farbe erwischt, was die Außenverkleidung betrifft. Und ja, die Bäume und Büsche sind selbstverständlich einfach grün mit ein bisschen Farbtupfern. Aber diese Farbtupfer von hier draußen passen ja mal hervorragend von der Wandfarbe hier drin. Aber ich würde sagen, wir gucken uns trotzdem erstmal noch weiter das Außengelände an. Ja, also es sind schon verschiedene Farben drin, definitiv. Aber ich muss sagen, so schlimm finde ich den Außenbereich jetzt ehrlich gesagt nicht. Denn irgendwo finden sich hier auch so ein bisschen die Farben wieder. Also die sowas hier passen so ein bisschen zu den Blumen und der Gartenschlauch passt wiederum hier zu der Schaukel. Also bis jetzt hier draußen ist es noch ganz in Ordnung, würde ich sagen. Aber ich glaube, uns alle interessiert vor allem das Innere. Deswegen würde ich sagen, beginnen wir mit der Küche. Und ja, okay. Also die Wand ist ziemlich lila. Nehmen wir einfach das. Und hoffen, dass es kein Lila ist oder so. Und ja, allgemein ist es irgendwie sehr bunt. Also der Herd hier, der Ofen hat eine ganz tolle Farbe. Aber irgendwo ist es ja auch fast die gleiche Farbe wie das Sofa. Und das trifft sich auch hier irgendwie wieder. Also ihr merkt schon, ich versuche das Ganze eigentlich nur gut zu reden. Aber guckt mal, die Vorhänge sind gelb und das hier ist auch irgendwie gelb. Und hier innen ist auch wieder lila. Also ja gut. Das ist halt ziemlich grün hier, das Ding. Aber auch die Tür ist gelb, also die passt auch wieder irgendwie hierzu. Das Ding ist halt extrem im Weg hier. Und auch das hier ist ein bisschen sehr, sehr bunt. Hiermit kann ich leben, weil das ist einfach ein angemalter Brotkasten von dem Kind. Aber ja, ich würde sagen, es ist nicht schön, aber es hätte uns definitiv schlimmer treffen können. Also wenn man sich so nur diese Ecke hier anschaut, finde ich, geht das. Wenn man dann in diese Ecke geht, dann wird es schon ein bisschen wilder und ja, darüber brauchen wir nicht reden. Aber ich würde sagen, wir gucken mal in das nächste Zimmer und erstmal in das Bad. Okay, also es ist halt sehr orange. Der Spiegel ist aber tatsächlich auch orange. Und das passt auch irgendwie zusammen. Das hier passt auch irgendwie zusammen. Und ja, es sind halt wilde Farbkombinationen. Also da brauche ich mich gar nicht rausreden. Aber, also, ich muss sagen, ich finde es nicht super schlimm. Die Tür passt halt wieder hierzu irgendwie und dann sind so ein paar Farbtupfer drin, aber irgendwo findet sich auch jede Farbe irgendwo wieder. Also schreibt mir an dieser Stelle schon mal gerne in die Kommentare, was ihr sagt. Ob ich jetzt gerade einfach nur versuche, das Beste hier rauszuholen und eigentlich sieht es aber total schrecklich aus. Oder ob ihr auch sagt, es ist kein kompletter Reinfall bis jetzt. Aber wir sind ja auch noch nicht zu Ende. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal ins Schlafzimmer. Ja gut, und die Wand ist schon mal sehr grell, aber auch die passt wieder her. Hervorragend zu dem Schreibtischstuhl. Ja, das hier ist halt alles sehr bunt. Also der Teppich, der passt hier halt wirklich gar nicht rein. Auch wenn er sich hier im Bücherregal ein bisschen wiederfindet.
Aber ja, also auch wenn man sich jetzt mal nur das hier wieder anguckt, so die Farbkombination hier sieht schon wieder gut aus. Aber wenn man sich das Gesamtbild anguckt, eigentlich ist der Teppich das Schlimmste. Wenn ich den Teppich jetzt wegnehmen würde, wäre es gar nicht so schlimm. Aber der Teppich, der versaut es halt einfach. Und das Bücherregal, das gefällt mir auch nicht so gut in Farbe. Also in Schwarz-Weiß fand ich es toll, aber jetzt im Nachhinein weiß ich nicht. Wir haben aber natürlich noch das Kinderzimmer vor uns und auch hier sind wir irgendwie ins Lila-Thema gerutscht. Aber auch hier, er hier ist lila und das Bett ist gelb, das hier ist gelb. Also es finden sich so ein paar Farben echt wieder. Also sogar der Schreibtischstuhl ist lila geworden und das hier passt auch wieder zusammen. Ja, also ich glaube, das Kinderzimmer ist mit am buntesten geworden, aber es ist halt auch ein Kinderzimmer, das muss man dazu sagen. Kinderzimmer sind gerne mal bunt. Aber so im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich es mir viel, viel schlimmer vorgestellt habe. Also es ist jetzt kein Haus, wo ich gerne drin wohnen würde, so rein von der Farbkombination her. Aber wie gesagt, es hätte definitiv schlimmer werden können. Aber wie gesagt, vielleicht stimmt doch gerade einfach irgendwas nicht mit mir und ihr sagt, um Himmels Willen, das sieht so schlimm aus. Aber dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Bin ebenfalls gespannt, ob ihr vielleicht noch weitere Ideen habt für Challenges, für den Baumodus. Bevor ich jetzt allerdings weiter um den heißen Brei rede, würde ich auch ganz, ganz kurz und knapp sagen, tschüss und bis zum nächsten Video.